willkommen zu meinem ersten Setup-Video zu meinem neuen Temperlay. Ich habe wirklich lange nichts mehr von mir hören lassen, aber jetzt bin ich gerade wieder voller Elan und möchte gerne weitere Videos hochladen. Das werdet ihr dann auch auf meinem Kanal merken. Da passiert jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was und ich würde mich freuen über den einen oder anderen Daumen nach oben und vielleicht über einen Kommentar, wie ihr das macht. Zu euren Setup-Videos gerne Verlinkungen. Ich schaue mir die immer sehr, sehr gerne an und würde mich deswegen auch freuen. Könnt mir auch auf Instagram folgen, da wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr passieren. Ich hatte ein kleines Tief die letzten Monate, was Filofaxing betrifft, und das, glaube ich, hat jeder mal und deswegen seid bitte nicht so böse. Wie gesagt, ich habe den Temperlay. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Filofax mal haben werde. Ganz ehrlich, ich habe ihn im TK Maxx gesehen für 5 Euro und dachte mir, ach ja, nimm's ihm mal mit. Mal gucken. In die Tasche rein, das ist ja so schöner Stoff, dann passiert nicht so viel. Und was ich auch schön fand, der Reißverschluss. Obwohl ich bei meinen anderen Filofax, bei den Dookie Book, das überhaupt nicht mochte mit dem Reißverschluss. Aber bei diesem Temperlay, man kann das alles rausnehmen. Das heißt, man kann beim Filofaxen, wenn man irgendwie nicht mit diesen allen klarkommt, kann man sich das einfach zur Seite legen und hat es dann. Und das fand ich sowas von genial, weil man kann das auch mal rausnehmen und man kann den dann auch als Portemonnaie benutzen. Ich habe jetzt noch nicht mein Portemonnaie da reingemacht, weil ich einfach mit meinem kleinen Portemonnaie so zufrieden bin, aber wenn ich mal ausgehe, kann ich mir den einfach hier alles reinschmeißen und habe dann Portemonnaie, nehme den Filofax raus oder so. Ja, und ich bin total zufrieden. Ich habe das erst später entdeckt, dass man das rausnehmen kann und fand es dann immer noch viel geiler als je zuvor. Und er hat kleinere Ringe, das heißt, wenn ich das hier mal so zeige, kleiner Ring und deswegen passt auch, das ist hier ein bisschen verrutscht, deswegen passt da auch etwas mehr rein meiner Meinung, etwas weniger rein meiner Meinung nach und dann wird er nicht so fett, weil so von Fingern her, das ist gerade richtig, dicker muss er nicht sein. Ich mag zwar auch ganz dicke Filofaxer, aber ich schreibe zu wenig rein, um die voll zu kriegen. So, jetzt seht ihr ja auch schon hier mein Dashboard. Das sind alles Sachen, die ich von Pinterest ausgedruckt habe, selbst einlaminiert habe. Und ich fand es einfach irgendwie toll. Hier hinten habe ich ein paar PL-Karten drin, meine letzte. Die anderen sind hier hinter. Die habe ich einlaminiert und die anderen fliegen hier überall auf meinen Schreibtisch rum. Hier habe ich noch meine Kate Spade. Die werde ich, glaube ich, niemals wegtauschen. Ich war so froh, als ich sie bekommen habe. Und wenn ich das einmal wegknicke, seht ihr hier Temperlay for Filofax, der E-Cut. Ach, er heißt E-Cut. Ich sage jetzt die ganze Zeit Temperlay, naja gut. E-Cut heißt er, ist ein Compact Planner. Das heißt, es ist nicht personal, sondern compact. Deswegen ist es auch hier dünner. So viel dazu. Genau, das ist mein Dashboard. Hab hier noch ein paar Sachen aufgeklebt, weil ich irgendwie Türkis mag. Ich habe auch nur noch ganz wenige Washi-Tapes und habe mir einfach nur die besten gelassen und die anderen habe ich weggetauscht. Ich habe auch fast gar nichts mehr, was Filofaxing betrifft. Ich habe nur noch meine Mappe voll, Sticker, Stempel habe ich noch ein paar, aber ich habe das meiste voll weggetauscht oder wegverkauft. Die ganzen PL-Karten, die habe ich schon so einen Stapel, habe ich alles wegverkauft, weil ich dachte mir so, du benutzt es eh nie und es liegt nur rum und ich komme auch nicht mehr zum Filofaxen. Deswegen habe ich das einfach jemanden verkauft, der sich super mega doll darauf gefreut hat. Genau, das ist eine PL-Karte übrigens. Von wo das jetzt alles ist, ich weiß es nicht. Kann ich euch leider nicht sagen. Das hier ist das Deckblatt vom Patent. Der ist ja so türkis. Genau, dann geht's weiter. Habe ich hier einfach nur die Jahresübersicht. Dahinter kommt meine persönlichen Informationen. Falls ihn wirklich jemand findet und ihn mir zurückbringen will, dann habe ich Glück.
Hier sind ganz viele Sachen drin, die schon in meinem anderen Setup-Video waren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich von Personal je eine gemacht habe. Aber jetzt seht ihr es, das sind alles selbst gebastelte Sachen. Das ist noch von Ikea. Das ist dieses, dieses Set, das habe ich einlaminiert. Dann habe ich noch so ein irgendwie schief geschnitten, so ein Teil drumherum gemacht. Habe hier noch einen kleinen Block. Und dann habe ich hier noch dieses einlaminiert offline, weil für mich ist der Filofax einfach offline, wirklich so komplett offline. Ich habe ganz viele Termine in meinem iPhone und der Filofax ist halt wirklich dieses Teil, wo ich überhaupt nichts mit digitalen Sachen mache. Ja, und dann ist auch hier auf der Seite meine Main Goals. Ich habe bisher nur zwei. Ich möchte aber noch ein paar hinzufügen, habe jetzt aber gerade nur die beiden und da ist auch die Money Challenge dabei, die ich leider nicht weitergemacht habe. Die Einlage ist von Jack Mahome und die nächste ebenso. Hier, die sind eigentlich für A5, ihr seht, ich habe die kleiner ziehen müssen. Ich trage hier zum Beispiel meine Urlaubstage ein und meine Krankheitstage, dass ich so einen kleinen Überblick habe. Und ich habe noch nicht den Jahresurlaub geplant, weil ich mir noch nicht so sicher bin, wann ich überhaupt Urlaub haben möchte. Und das ist halt nur so ein kleiner Überblick, wo ich ein bisschen was reinmalen kann. Vielleicht kommt noch was dazu. Dann kommt eine Einlage, die ich angefangen habe, aber sie nicht weitergemacht habe. Und zwar ist das so eine Mood-Liste. Ihr seht, ich habe sie zum Dezember zum letzten Mal gemacht. Und zwar geht es darum, dass ich sehr tierische Stimmungsschwankungen habe in der Herbstregion. Und ich wollte irgendwie das festhalten, dass ich sehe, ob das wirklich wetterabhängig ist oder einen anderen Grund hat. Habe jetzt aber nicht weitergemacht. Das hatte ich übrigens selbst gestaltet. Und ich werde das gegebenenfalls bald wieder anfangen. Und habe dann hier noch so eine Phrase draufgeschrieben, die mich motivieren soll. Weil ich zu der Zeit ein bisschen unmotiviert war. Und ich überlege, ob ich das dann weitermache oder eben nicht. Wer daran Interesse hat, kann mir gerne in den Kommentaren schreiben, dann kann ich das gerne weiterschicken. Falls ich es noch auf meinem Rechner finde. Ansonsten kann ich es gerne abscannen. Dann habe ich hier meine Money Challenge, wie ihr seht. Die versuche ich schon seit 2 Jahren umzusetzen und habe es einfach noch nicht hingekriegt. Ich habe sie trotzdem drin. Ja. Yeah. Dann kommen meine Überstunden, die ich auch nicht weiter geupdatet habe, sowie Urlaubstage. Die habe ich allerdings noch mal hinten und da habe ich was eingetragen, hier nicht. Ja, ihr seht, mein Filofax ist noch so ein bisschen ungenutzt. Ich mache halt alles über meinen Kalender in meinem iPhone. Da einfach bessere Übersichten habe und das auch on the go einfacher dabei habe. Ja, hier sind noch ein paar weiße Blätter, die ich irgendwie noch bemalen möchte. Als nächstes vielleicht für viele vielleicht eine Idee. Das ist mein Essensplaner, den ich angefangen habe und ich wollte den Page Flex, die würden dann hier irgendwo kleben. In der anderen Seite, ich habe es noch nicht angefangen, weil es nicht so planbar ist mit Freund, weil er irgendwie immer was anderes Lust hat als ich und ich folge dann seiner Lust sozusagen. Aber ich möchte irgendwie bald ein bisschen gesünder essen und möchte dann hier wirklich einen Essensplan erstellen, der für mich Sinn macht. Und ich habe es schon mal ausgedruckt, dass mich das nochmal erinnert daran, dass ich das machen möchte. Hier seht ihr Ikat, er hat zu kämpfen. Ja, dann kommt mein Kalender. Und ich habe den Original Filofax Kalender.
habe da immer mal so Arbeitszeiten, Überstunden, wichtige Events eingetragen, aber habe bisher nichts mehr gestaltet, außer für nächste Woche. Und das ist hier irgendwie rausgeflutscht. Da habe ich auch ein Video hochgeladen, ist hier irgendwo gleich verlinkt. Und da habe ich ein bisschen wieder gestempelt, ein bisschen gezeichnet, ein bisschen Pageflex. Und ich habe hier auch neue Pageflex bekommen. Die sind von Poppy Planner gewesen, sind ja schon so zum Einheften. Die habe ich geschenkt bekommen, fragt mich nicht, wo ich die her habe. Ich halte es euch jetzt einfach nur mal hier in die Kamera. Ich finde die mega schön und es sind auch ein paar. Das regt einen wieder an zum Basteln. Ja, das ist meine Woche. Wie gesagt, ich verlinke euch das hier, dann könnt ihr die nochmal ein bisschen größer sehen. Und dann muss ich auch schon wieder neue Einlagen reinlegen. Ich mache immer die alten raus, lege sie in meinen anderen Filoflex. Und ja, jetzt kommt gleich ein Bereich, den habe ich ein extra Video gewidmet. Deswegen gehe ich jetzt hier eher schnell durch. Es geht um Finanzen im Filoflex, beziehungsweise über Übersichten. Hier habe ich auch noch eine Einlage, die ich füllen möchte mit Passwörtern, die natürlich nicht da eins zu eins dastehen, sondern nur so Eselsbrücken sein sollen. Das habe ich auch noch vor. Und das sind meine Ausgabenlisten. Ich habe auch endlich Listen. Und zwar 5 oder 4 Stück. Und wenn euch diese Listen interessieren und für was ich sie nutze und warum ich sie habe, dann könnt ihr jetzt hier irgendwo ein Kästchen finden, wo das verlinkt ist. Ich überspringe das jetzt einfach, hier sind meine Ausgabenlisten. Dann kommen ein paar Notizzettelchen, die habe ich mal gedruckt, und meine Urlaubstage. Und wo man Urlaubstage haben kann mit Brückentagen. Auch sehr wichtig, habe ich mir mal aufgeschrieben. Und Ideen für Videos. Und zwar sind das die Videos, die mein Hobby betreffen. Die schreibe ich hier auf. Und ich wollte hier halt ein paar mehr Listen reinkriegen, weil ich eigentlich mich mehr inspirieren möchte. Hier am Schluss sind noch Mini-PL-Karten, die ich mir mal ausgedruckt habe. So sweet, ne? Die hatte ich mir mal für den kleinen Filoflex ausgedruckt, für den Morgen. Und die sind hier drin. Und hier hinten habe ich dann nur noch mal ein paar Paperclips, die ich gern habe. Ja, Visitenkarten, die ich euch jetzt natürlich nicht komplett zeigen werde. Weil da alles Mögliche draufsteht. Ja, das ist mein E-Card. Ich habe ihn in dem anderen Video Temperley genannt. Peinlich. Was das Besondere an diesen Filoflex ist, habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Wenn nicht, mache ich es nochmal, ist, dass man das hier rausnehmen kann. Und ich finde das mega toll. Weil wenn ich mal weggehen möchte und möchte nicht meinen Filoflex mitnehmen, kann ich das so zumachen und habe ein Portemonnaie on the go. Und wenn ich bastle oder was aufschreiben will, kann ich das rausnehmen und habe es wirklich straight liegen, weil hier das klappt sich immer wieder so zusammen, wenn man es hinlegt. Ja, hier hinten habe ich noch eine PL-Card, die ich einlaminiert habe und mir gefallen einfach diese Punkte. Hier hinten ist ja dann auch so eine Tasche, wo man noch was reinstopfen kann. Ja, und das ist mein Filoflex. Es ist jetzt ein etwas kürzeres Video geworden. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich nicht mehr so viel mit meinem Filoflex mache. Er ist jetzt auch noch ein bisschen winterlich, aber das stört mich überhaupt nicht, weil ich mag das hier einfach. Eigentlich ist das mein Moodboard, wo ich wirklich dieser Satz ist einfach gerade mein Leitsatz. Aber ich finde halt dieses Tree hinter diesem
vor diesen Text einfach mega schön. Und deswegen habe ich das noch drin. Und die Kamera muss unbedingt sein. Als Fotograf ist das schön, Kameras mit sich zu schleppen, würde ich mal so behaupten. Ja, und geschlossen. Ihr seht, es geht etwas schwerer, aber es funktioniert. Und geschlossen sieht er so aus. Und ich lege ihn so auch in die Tasche, weil durch diese Oberfläche wird irgendwie nichts dreckig. Er ist jetzt irgendwie so ein bisschen gewellt, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Jetzt ist halt nicht mehr so doll. Stört mich überhaupt nicht. Das war's von meinem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet, wenn ihr Anregungen, Tipps, Tricks, eure Videos unten in den Kommentaren verlinken würdet. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da mache ich auch ab und an mal was. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich auf das nächste Video. Tschüss!